Was empfehle ich gegen Nervosität? Herzrasen bei wichtigen Gesprächen, Vorstellungsgespräch und so weiter. Genau das. Durchatmen. Kontrolle deines Atems. Kontrolle so auch über dein Herz, über dein Qi. Also die einfachste Art, sich zu entspannen ein bisschen oder die Nervosität unter Kontrolle zu kriegen, ist über die Atmung. Nervosität führt häufig zu einem stockenden Atem und das ist das primäre Problem. Wenn du dich also einfach hinstellst oder hinsitzt und du atmest einfach ein. Ich benutze dazu gerne auch die Hände. Und ich stelle mir vor, wie ich den Atem anhebe und beim Ausatmen den Sauerstoff oder die Energie komprimiere in meinen Körper rein. So einfach mache ich das. Das löst nicht die Nervosität, die ist immer noch da, aber es gibt mir die Kontrolle darüber. Es hilft mir auch schon das Wissen, dass diese Nervosität, die macht meinen Körper bereit für den Einsatz, den ich bald zu leisten habe. Und das Problem an der Nervosität ist eben nur dann, wenn sie dich zum Stocken bringt, wenn du ins Stocken gerätst. So. Und wenn du also über dies die Kontrolle übernimmst, über den Atem, dann ist die Nervosität okay. Sie hat keine Macht mehr über dich. Sie ist da und sie ist jetzt dein Freund geworden und hilft dir jetzt, die Leistung zu bringen, die du jetzt machen sollst. Also dann einfach